Wollt ihr mitfliegen? Steigt ein! Ich werde diesmal auch nett sein. Ich habe neue Tipps für euch. Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, das freut mich. Grüße gehen raus an alle meine Abonnenten und natürlich auch neue Zuschauer. Ja, heute wieder eine neue Folge Lego, Star Wars. Wie es genau heißt, weiß ich jetzt nicht. Das ist so ein langer Name. Hab schon eine Menge Spaß mit dem Spiel gehabt. Obwohl es gerade erst, sind gerade erst am Anfang. Sind, glaube ich, 9 Episoden und jetzt sind wir in der 2. Episode. Also es gibt noch reichlich zu zocken. Ja, gut. Machen wir weiter. Dann seid ihr hier richtig. Hände weg von meinen Waren! Es sei denn, ihr wollt dafür bezahlen. Annie? Der kleine Annie? Na, du bist aber in die Höhe geschossen. Und ein Jedi. Kaum zu fassen. Meine Mutter, wo ist sie? Schmee? Ich habe sie verkauft. Vor Jahren schon. An einen Feuchtfarmer namens Lance. Geschäft ist Geschäft. Hä? Wo ist Ihre Farm? Oh, ein gutes Stück weg von hier. Geht raus in die Wüste und sucht nach Wasserdampf-Evaporatoren. Ihr findet sie schon. Na, wir können jetzt auch gleich normalerweise die Galaxie-Karte aufrufen, aber sind ja schon hier. Steig ein, wo müsst ihr hin? Eine schöne Reise. Willkommen in der Wüste von Tatooine. Hier kann man viel Spaß haben, wenn man Sand mag. Und Jabas. Was für ein Schlamassel. Dieser Sand gelangt wirklich überall hin. P.O.? Der Hersteller. Oh, Meister Annie. Ich wusste, ihr würdet zurückkehren. Owen Lars. Ist meine Mutter hier? Nein, ist sie nicht. Schmee ist meine Frau. Sie war schon halb zu Hause, als sie entführt wurde. Eine Horde Taskenräuber. Wo willst du hin? Meine Mutter suchen. Möglicherweise gefällt dir nicht, was du dort vorfindest. Das ist mir egal. Ich werde meine Mutter finden. Meister Anakin, denke wirklich, ihr solltet... Los, 3PO. Du kommst mit mir. Oh je. Ich spüre etwas. Hier lang. Meine Mutter ist hier. Irgendwo. Mom?
Warum konnte ich sie nicht retten? Anakin, mein Langstreckentransmitter ist ausgefallen. Leite diese Nachricht weiter nach Coruscant. Ich habe den Kopfgeld-Jumbo-Fett verfolgt. Zunächst zu einer gewaltigen Kloneinrichtung auf Kamino, dann zu den Druidengießereien auf Geonosis. Count Dooku stellt dort eine Druidenarmee zusammen. Warte. Anakin, bleib, wo du bist. Beschütze die Senatoren, koste es, was es wolle. Wir werden uns um Count Dooku kümmern. Sie werden nicht rechtzeitig dort sein, um ihn zu retten. Ich werde Obi-Wan helfen. Wenn du vorhast, mich zu beschützen, wirst du mich begleiten müssen. Padme, du hast Meister Windu gehört. Er hat mir ausdrücklich befohlen, hier zu bleiben. Er hat dir ausdrücklich befohlen, mich zu beschützen. Los, gehen wir. Obi-Wan ist in Gefahr. So, weiter geht's. Moment. Ich muss hier lang. Ich werde diesmal noch nett sein. Ich habe nicht. Nicht unbedingt eine herzliche Begrüßung der Einheimischen. Du, meine Güte. Dieser Ort sieht gefährlich aus. Es ist noch nicht so spät, um zur Farm zurückzukehren und... Dieser Dampf da drüben, könnte das das Werk sein? Rette Obi-Wan aus der Druidenfabrik auf Geonosis. Runter, oder? Sofern du nicht lieber durch die Vordertür hineingelangen möchtest. Los jetzt. Obi-Wan ist irgendwo da unten. Ich bin nicht daran interessiert, mich hier in einen Krieg hineinziehen zu lassen. Vielleicht kann ich ja eine diplomatische Lösung finden. Halt. Also nennst du eine diplomatische Lösung? Das nenne ich aggressive Verhandlungen. Diese Förderbänder bringen uns bestimmt in Sicherheit. Nun, da geht auch dieser Plan dahin. Möchtet ihr hier nochmals verhandeln? Mit Vergnügen. Thank you.
glaube, ich weiß noch nicht, wo wir lang müssen. Aber gleich weiß ich es. Hier noch. Ich glaube, wir sollten mal lieber so machen, weil sie hat hier ihre Schusswaffe. Das geht besser. Wenn sie unsere Hilfe gebraucht hätten, hätten sie... Tolles Timing, ihr beiden. Wenn sie diese Energiezellen starten... Okay. So kann man umswitchen. Mal sehen, was wir hier machen müssen. Noch habe ich hier keinen Plan, aber den werden wir wohl gleich haben. Mal sehen, was die... bauen. So. Das geht nicht, brauchen wir aber auch nicht. Ich fürchte, wir sind nicht darauf programmiert, Systeme wie dieses zu verwenden. Komm mit, R2. Wir müssen einen anderen Weg finden, um diese Energiezellen aufzuladen. Okay. So. Meister Anakin, ihr müsst die letzte Zelle laden. Anakin, kannst du die Ladung zwischen den Zellen übertragen? So lädt man ihn auf, ne? Ja. Ah. Moment, kann man hier noch was bauen? Okay. Warum konnte Obi-Wan nicht an einem sicheren und ruhigen Ort verschwinden? Dieses Werk ist riesig. Dukus Droidenarmee muss rasend schnell wachsen. Na?
leitet der hier? Hey, ich will mit eurem Vorgesetzten sprechen. Von hier aus kriegen wir das Licht wieder zum Laufen. R2, bist du noch da, Kumpel? So, müssen wir mal sehen, was wir jetzt machen müssen. Das ist ganz schön kompliziert. Also hier ist, glaube ich... Ach so! Wieder so zurück. Durch, oder? Da werden wir runtergestoßen. Aber es geht immer so weiter, ne? Ich habe keinen Plan, also bis jetzt nicht. Da hinten sollen wir rüber. Ich weiß nicht, wie oft man sterben kann oder darf. Oh, das war knapp, ey. Nee. Oh, alter Vater, ey. Der ist mal, den muss man nehmen. So. Da hinten müssen wir rüber. Sieh mal, wir können das Band für Meister Anakin und Miss Padme wieder einschalten. Okay. Was soll das denn jetzt? Ja, ich meine, man hat natürlich ganz viele verschiedene Charaktere und... Moment. Wir machen es erstmal anders. Hier können wir noch was bauen. Also definitiv, da waren wir schon richtig. Das muss hier sein. So. Und jetzt? Ah, er zeigt wieder den linken Button an. Also ist es wohl doch der hier. Für mich noch keinen Sinn hier, dass wir jetzt den kleineren haben. Oder wir brauchen den hier. Kein Plan. Der kann das... Moment mal. Erst
Wenn der hier draufsteht, fährt das runter. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Wir müssen einfach nur so machen. Ja. Ich habe immer gedrückt gehalten. Also so einfach, wie man sich das denkt, ist es manchmal denn doch nicht. Aber macht ja nichts. Außerdem, wenn euch das zu lange dauert oder so, könnt ihr meine Videos auch vor und zurückspulen. Weil ich schneide meine Videos nicht. Das wird alles zu lange dauern. So. Weiter geht's. Was haben wir denn jetzt hier? Geschützturm. Kamera. Und noch weiß ich immer noch nicht, was wir hier machen müssen. Einfach so, ne? Dann baut er den, oder wie? Ach so. Bestimmt hier in die Mitte, ne? Ne, da sind's die hier. So, hier muss das hin. Woher hast du noch immer all diese Ideen? Obwohl es auch manchmal ganz gut, dass es ein bisschen schwieriger ist. So. Na, jetzt zeigt es ja eindeutig an. Man muss natürlich auch mehr in dem Spiel drin sein. Ich habe heute den ganzen Tag YouTube geschaut. Also nicht den ganzen Tag, aber vieles. Und wenn ich das Spiel jetzt durchgehend spielen würde, mal so 5-6 Stunden am Stück, dann wäre ich auch besser drin. Aber ist ja egal, wir kommen so auch weiter. Und los. So, wenn der passt, dann macht man schon mal so. Nee. Das ist der andere. Auswählen. Jetzt, ne? Nee. Moment. Ja, ist klar. Wir müssen den roten noch haben. Kommen wir jetzt zu dem anderen hin. Man kann das mit Y. Ach so. Nö. Immer noch nicht logisch. Oder müssen wir den erstmal bestätigen? Geht auch nicht. Jetzt, ne? Auswählen. Jetzt. Nee. Alter, das geht mir auf den Sack, ey, muss ich ehrlich sagen. Wir hatten das in dieser Folge schon einmal, da habe ich das hinbekommen. Aber letztendlich... Ja, ich weiß, der eine ist fertig. Y macht da immer nur den hier. Auswählen. Das Auswählen bringen soll, weiß ich nicht. Ah, jetzt. Das muss weiß blinken. Ja gut, wenn man das einmal richtig drin hat, dann jetzt habe ich das noch drin so. Das ist jetzt einmal der hier und einmal der. Und jetzt kann man den drehen. Ihr wusstet das vielleicht schon früher. Ganz der Äußere. Obi-Wan,
Mann ist in ernster Gefahr. Wir müssen weiter durch die Fabrik. So, da muss ich aber jetzt erstmal gucken. Kannst du mich nach da oben befördern? Jeder hat natürlich auch eine spezielle Fähigkeit. Da kommt die legendäre weiße Jedi zum Vorschein. Was kann sie denn jetzt Spezielles? Aha, kann ich klettern? Ja, das kann aber eigentlich jeder, ne? Gut, dann müssen wir jetzt aber... Der kann das natürlich auch. Hey! Oh. Den wollen wir haben. So. Komm hoch. So. Na? Das reicht. Ja, also da muss man schon ein bisschen bei dem Spiel seine Birne anstrengen. So, da müssen wir, da kommen wir jetzt nicht durch, ne? Ne, ist klar. Wäre auch zu einfach gewesen. Was wir jetzt hier machen müssen, den kaputt machen. Manchmal kann man ja Sachen bauen. Und da unten sind wir gekommen. Jetzt können wir bauen, aber der baut dasselbe, oder? Ja, man kann es kaputt machen und wieder so. Es kann auch sein, wir müssen das bestimmt so machen. Sehen? Ja. Erstmal warten. Den nicht, der ist leer. Oh, komm. Fuck, Alter. Eigentlich greifen die nicht an, das ist eigentlich, passiert hier noch was. Alter. Sachen, die man da wirklich bedenken muss. Wie kriegt man jetzt das hier weg? Hat das mit dem hier was? Der ist immer noch. Hier ist auch noch was. Hat bestimmt was hier mit zu tun. Stimmt, ja, kann sein, aber kann auch nicht sein, ne? Ist das jetzt... Jawohl. Nee, ist immer noch da, das Schild.
Aber ich glaube, jetzt können wir hier was bauen. Ja. Da muss man natürlich immer erstmal drauf kommen, ne? Ich glaube, wir sind... Ne, so weit. Holla, die Waldferse, dass das so schwer wird, diese Folge, hätte ich nicht gedacht. Oh, wir wollen das Spiel auf jeden Fall durchzocken, auf jeden Fall die normale Story. Ja, jetzt steht das, ne? Ist mal ernst, wo ist euer Vorgesetzter? Macht der gerade Pause? Die Fabrik sollte geschlossen werden. Nichts entspricht hier den Vorschriften. Oh, die Bombe ist ganz schön stark. So, jetzt sind wir hier schon mal weiter gekommen. Ja, die ballern wir jetzt. Er regelt das selber. Ah, jetzt werden wir ein bisschen belohnt. Das macht Laune jetzt. R2, 3PO, hier entlang. Los! Na, Moment mal, ihr lieben Freunde. Ich muss noch einen Kaffee einschenken. Ich wollte gleich auf der PlayStation 5 mit euch auch noch eine Folge. Ganz neu jetzt. Wir haben ja Vanguard. Call of Duty Vanguard komplett durchgezockt. Die Kampagne. Und jetzt habe ich noch für euch und für mich auch Call of Duty WW2, die Kampagne. Und da freue ich mich sehr drauf, weil die von Vanguard war auch richtig geil. Kann ich euch sehr empfehlen. Ein Moment. Meine Fluppe. So. So viel Zeit muss sein. Also eigentlich auch viel, viel, was man versuchen kann, immer zerstören und dann immer wieder bauen. Ne? Ja. So, was haben wir hier jetzt? Springen. Das ist aber irgendwie auch geil gemacht, ey. Also es wird keine Passage geben, wo ich nicht weiterkomme. Mal muss ich ein bisschen mehr nachdenken. So, da müssen wir mal sehen. Das ist nämlich schon, ja, da können wir so nicht rüberspringen. Das ist, glaube ich, zu weit weg. Schon wieder hier ein Rätsel. Besteht die Chance, dass du mich rettest? Ja, ja. Müssen wir mal hier umschauen. Da geht es auf jeden Fall nicht durch.
der anderen Seite. Von da aus und dann da wieder rüber vielleicht. Wir können auch nur diese beiden Charaktere nehmen. Herabziehen, aha. Ja, das kann er natürlich. Ah. Siehst du was? Kannst du es abschalten? So, und das kennen wir jetzt ja mittlerweile. Erstmal den Inneren. Das ist der. Dann gehen wir... Moment. Ganz nach außen. Das ist der... So. Wenn man es einmal gehabt hat, dann vergisst man es ja nicht mehr. Schlagen vor, mit Notstandsmaßnahmen bevollmächtigen den obersten Kanzler. Als erste Maßnahme mit diesen Sondervollmachten werde ich eine große Armee der Republik ins Leben rufen, um die zunehmende Bedrohung durch die Separatisten abzuwehren. Ich versuche mit allen verfügbaren Jedi, Obi-Wan auf Geonosis zu helfen. Besuchen, ich werde die Klone auf Kamino. Ein Moment. So. Ja, man kann ja jedes Level nochmal spielen, um alles freizuschalten, aber das mache ich nicht, weil ich habe das Spiel jetzt ja durch eine Flatrate, durch den Xbox Game Pass Ultimate. Und wenn man das Spiel jetzt kaufen würde, dann würde ich es vielleicht machen, aber... Obi-Wan steckt möglicherweise in ernsten Schwierigkeiten. Mhm. Gnosis und rette Obi-Wan. Dann machen wir das doch. Moment, so. Schiffe? Ah. Was das hier nachher alles noch gibt. Nee, so geht das jetzt nicht. Doch hier so, ne? Gnosis. Hier müssen wir hin. Rette Obi-Wan. Ja gut. Wir laufen noch dahin. Und danach schmeiße ich nochmal die PS5 an und zock mit euch. Call of Duty. Einsteigen. Alter. Das, oh, das ist krass, ey. So. Nee, meine lieben Freunde, das machen wir jetzt nicht. Ist auch schon ein bisschen später geworden. Das ist jetzt 22:40 Uhr.
zocke ich mit euch jetzt noch eine Runde. Ganz zu Anfang, ganz Erstart. Call of Duty WW2. Die Kampagne. Da freue ich mich sehr drauf. So. Das ist zwischengespeichert. Ich brauche jemanden, der mir meinen Platz in all dem zeigt. Ja, den Platz in all dem. Ja, meine lieben Freunde, das war die neueste Folge Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Ja, morgen geht's weiter. Und dann, ich gehe heute auch ein bisschen früher ins Bett. Dann kann ich auch ein bisschen früher aufstehen. Und ein Ende mehr zocken noch mit euch. Ich habe zwar schon viel gezockt die letzte Zeit, aber ich will noch massiv mehr zocken. Ja, weil ich eben so viele Spiele jetzt am Start habe. Eben durch PlayStation Plus Premium und den Xbox Game Pass Ultimate. Man könnte sich auch Need for Speed mal gönnen für 15 Euro im Monat bei Origin Access Premium auch. Kostet 15 Euro die Flatrate, dann hätten wir Need for Speed. Lasst euch überraschen, was auf meinem Kanal alles noch kommt. Ja, eigentlich zocke ich jeden Tag und gibt auch mal einen Tag, wo ich nicht zocke, aber ist eher selten. Gut. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. War ein bisschen hakelig, aber wir haben es geschafft und das zählt ja nur. Alles klar, dann bedanke ich mich wieder mal fürs Zuschauen und wünsche euch wie immer noch einen recht schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr wollt. Euer Robin Hood. Bye, bye.